Hallo und willkommen beim Bierdorfer Podcast Nummer 84. Ich bin der Horst Jens. Heute bin ich ganz alleine. Der Podcast wird dementsprechend ganz kurz. Gregor und alle anderen haben entweder keine Zeit oder sind gar nicht in Wien. Ich kann deshalb auch nicht viel erzählen. Ich habe es nur endlich geschafft, das Debt-Buch auszulesen, nämlich das Buch Debt, The First 5000 Years. Und leider kann ich nicht sehr viel darüber erzählen, weil ich nicht alles ganz verstanden habe. Ich werde es noch zwei oder dreimal lesen müssen. Ich kann nur sagen, es ist wirklich, wirklich cool, wirklich toll, wirklich sehr super, sehr zum Nachdenken anregend. Es ist extrem viel Information drinnen. Und wenn ich es auf einen Satz zusammenfassen soll, dann stellt der Autor sozusagen die These auf, dass sich im Laufe der Geschichte immer wieder Zeiten abwechseln, wo die Wirtschaft sozusagen rein auf Kredit basiert, auf Vertrauen und dann wieder auf Bargeld, also auf anonymem Geld. Und er meint, dass eben diese zweite Phase mit Cash und anonym wegtransportierbarem Bargeld, dass die auch immer mit Gewalt zu tun hat, und er stellt überhaupt die These auf, dass Schulden und Verschuldung nur dann funktioniert, wenn Gewalt im Spiel ist. Und geht dann irrsinnig viel in Religion, in die Weltpolitik, dass die USA in sehr vielen Ländern Basen haben, militärische Basen, und dadurch auch ihr Herrschaftssystem sozusagen, auch ihr finanzielles Modell durchsetzen können. Es geht darum, dass in den 70er Jahren Präsident Nixon die Goldbindung aufgehoben hat, also dass man für Dollars nicht mehr Gold bekommt. Alles drinnen und extrem anregend. Zum Nachdenken ist es jetzt keine großartige Lösung in dem Buch oder auch kein so Clou, außer dass man halt das ganze System vielleicht nicht so ernst nehmen sollte, sondern dass er meint, dass Geld eigentlich nur das ist, was wir darin sehen, also dass es keinen Wert an sich hat. Und wenn jetzt alle verschuldet sind, meint er das, so wie einige Ökonomen, dass das jetzt nicht so schlimm ist, sondern man sollte eher darüber nachdenken, was ist der Wert von menschlichen Beziehungen, und kann man sich ein Wirtschaftsmodell überlegen, wo eben das mehr eine Rolle spielt. Aber er führt das dann nicht aus. Also er reitet eher darauf herum, dass Adam Smith und die ganzen Neoliberalen und Ökonomen auf Annahmen und Modellen arbeiten, die so nicht mit der Realität zu tun haben. Also da geht es hauptsächlich darum, wie Bargeldhandel oder wie Tauschhandel entstanden ist. Vergleicht er dann mit Urwaldvölkern, die jetzt noch im Tauschhandel leben, etc. Also extrem gutes Buch, ich kann es nur jedem empfehlen. Leider kann ich noch nicht, bin nach einmal durchlesen noch nicht kompetent genug, um wirklich etwas sehr Gescheites darüber sagen zu können. Ja, dann habe ich noch ein Buch, das habe ich auch noch nicht durchgelesen, aber es gefällt mir jetzt schon extrem gut. Das heißt Makers, The New Industrial Revolution von Chris Anderson. Der hat Wired oder Maker Magazin zu tun, und der stellt da, so viel ich jetzt nach den ersten 20 Seiten kapiert habe, die These auf, dass eine neue industrielle Revolution im Kommen ist, und wir sind alle ganz happy, weil wir live dabei sein dürfen, denn es kommt der 3D-Drucker, für jedermann erschwinglich ist und das, wovon Marx nur träumen konnte, dass jetzt sozusagen die Produktionsmittel wirklich in der Hand des kleinen Mannes liegen. Das wird kommen, sagt er, und das ist eben von der Open-Source-Bewegung, was es jetzt bei Software gegeben hat, dass jeder Mann sozusagen vom Schreibtisch aus Software produzieren kann. Das kommt jetzt eben auch mit realen Dingen durch die drei billig verfügbaren 3D-Drucker. Und er meint, dass bald, so wie es jetzt an jeder Ecke einen Copyshop gibt, wo man halt was kopieren kann, oder im Idealfall sogar Fotos ausdrucken oder digital Pläne hinschicken und die drucken das dann aus, wird es dann bald an jeder Ecke einen Shop geben mit 3D-Druckern, oder man kann sich die gleich zu Hause kaufen eben, und man kann dann eben kleine Sachen selbst ausdrucken lassen in 3D, also so ein Plastikschichten begossen. Und er meint, dass das halt große Umwälzungen bringen wird, weil diese ganze Economy of Scale, dass man bis jetzt immer eine Fabrik bauen musste und mit hohen Anfangsinvestitionen verbunden war und dann erst nach einer großen Stückzahl konnte man dann die Stückpreise senken, dass sich das durch diese 3D-Drucktechnologie aufhört, weil man jetzt eben mit demselben Aufwand auch eine ganz kleine Serie machen kann mit nur 5 Stück oder nur einem Stück zu einem fixen Preis, also dass die Preise pro Stück fix sind und nicht mehr so wie beim klassischen Fabrikmodell mit großer Stückzahl dann die Preise senken, aber dass sich eine kleine Stückzahl sozusagen nicht auszahlt. Das ändert sich jetzt,
Und gleichzeitig sagt ja die Open Source Bewegung, das Tauschen, das nicht Patent anmelden, sondern sharen und improven und verbessern, das macht auch nicht vor dieser 3D-Bewegung halt. Sozusagen Open Hardware Lizenzen geben und er sieht da eben große Veränderungen und zum Guten auf die Menschheit zukommen. Ich habe aber das ganze Buch noch nicht fertig gelesen, also ich bin jetzt gerade am Anfang. Okay, das war es im Wesentlichen. Wir haben auch diese Woche keine Bitcoin-News. Ich hoffe aber, dass es schon am Montag wieder einen neuen Podcast gibt, also dann in gewohnter Mannstärke, dass wir wieder mehrere Leute sind. Ich kann sonst nicht viel Software-Tipps abgeben, außer dass ich mir jetzt TED angeschaut habe. Also TED ist diese Technologie Entertainment Design Webseite. Die hat immer sehr gute TED-Talks und Konferenzen. Und von die hat so einige Ableger oder Schwesternprojekte. Eins ist TEDx, das gibt es auch in Wien zum Beispiel, dass einfach irgendwelche Leute, die gerne TED schauen, sagen in ihrer Stadt, okay, wir organisieren jetzt auch eine TED-Konferenz. Und was jetzt eben neu ist TEDx für Education, nämlich das ist eine Webseite, man loggt sich einfach ein, TEDx, und da kann man jetzt als Lehrer gute Videos von anderen Lehrern zum Beispiel anschauen und aus diesen Videos dann gleich Tests für die Schüler machen. Also so ein bisschen wie beim Moodle, dass man so einen Online-Test dazu gibt mit Fragen zum Beantworten und mit weiterführenden Links und den dann zum Beispiel der Klasse als Hausübung gibt, schaut euch den Video an und beantwortet dann diese Fragen. Alles online, also keine Installation notwendig und pro Lesson nennen sie das glaube ich, gibt es dann eine eindeutige URL, die man dann eben an seine Schüler verteilen kann oder weltweit sharen kann. Und das Coole ist, man kann aus jedem beliebigen TED-Video und aus jedem beliebigen YouTube-Video eben so eine Lektion machen, dass man sagt, okay, dieser Video, zu dem mache ich jetzt eben Fragen und weiterführende Links. Man kann natürlich auch eigene Videos hochladen und also ich habe jetzt ganz kurz reingeschaut, aber ich glaube, das ist so in Richtung Khan Academy eins der Sachen, die enorme Fortschritte bringen werden für Pädagogen und für Schulen und für Lernern ganz, ganz allgemein. Ich habe mich jetzt aber noch nicht sehr damit beschäftigt, vielleicht in der nächsten Folge mehr. Ja. Damit wünsche ich schöne neues Jahr und abschließende Weihnachtsferien. Nächste Woche geht es weiter mit dem Bierdacher Podcast Nummer 85. Danke fürs Zuhören und Zuschauen.